Wow, Onkel, hast du noch einen Kumpel? Ja, Morbier. Ich habe mir eine Scheibe abgeschnitten. Magst du Morbier? Ja, ich mag Morbier sehr, wirklich. Er wird mein Favorit sein für diesen Monat und für nächsten Monat. Was magst du noch, Onkel? Onkel, ja, was magst du noch? Ich mag eingelegte, getrocknete Tomaten. In was denn eingelegt? Na, die sind erstmal nur gewaschen. Das langt. Onkel, das kann doch nicht alles gewesen sein. Nee, das ist auch noch nicht alles. Was ist das denn? Das ist der. Siehst du doch. Der Edmond. Senfte Cassis. Darf es ein bisschen mehr sein? Morgen ist ja auch noch ein Tag. Mann, der schmeckt so gut, glaub mir. Yam, yam. Ja. Und diesen Weichkäse magst du auch? Ja, diesen Weichkäse mag ich sehr. Keine Ahnung, wie der heißt. Mensch, Onkel, steht doch drauf, das ist Ricotta. Ach ja, Ricotta. Was kommt noch auf deinen Teller? Da ist ja noch ja nichts drauf. Onkel, das wissen alle in der Straße, dass auf deinem Teller immer schwarze Oliven drauf sein müssen. Schon geschnitten ohne Stein, wegen der bequemlichen Sache und so. Ja, wenn du jung bist, okay. Mann, guck mal, wie der Ricotta in der Abendsonne glänzt. Was kommt noch? Onkel, sag bloß, du hast das Brot doch noch fertig gekriegt. Ja, habe ich fertig gekriegt. Ein Vollkornweizenbrot. Ich habe hier Würze reingemacht. Ich weiß es nicht mehr. Es hat jetzt 3, 4 Tage im Kühlschrank gelegen und ich habe es gestern oder vorgestern morgens getan in den Ofen und die Scheibe ist okay. Guck mal. Mit einer vernünftigen Krume, alles durchgebacken. Nichts komisch. Es ist ein Onkelbrot, wie es im Buche steht. Und es bleibt eine halbe Woche, es bleibt eine ganze Woche gut. Ich mache es hier in dieses Butterbrotpapier und alles ist feini. Ja, hat mit Backstation nichts zu tun. Also ich verspreche hiermit feierlich für den Kumpel aus dem Norden, dass er zum Pfingsten ein Pfingst-Ochs-Paket kriegt. Guck mal, überall Grünzeug drinne. Ja, gibt ein seidiges, glänzendes Fell. Was kommt denn da noch rauf? Ja, Butter habe ich heute keine, die hatte ich schon jetzt verballert, aber ein bisschen Schinken vielleicht noch? Ja, ich habe einfach von dem Schinken mir ein kleines Stück abgeschnitten. Ordentlich Speck dran. Ja, kannst du doch mal schneiden, Onkel. Na, mach ich auch. Das sind Momente im Leben, wo man keine Hektik aufkommen lassen muss. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, von allem ein bisschen mehr. Morgen ist Montag, ja. Juckt mich nicht. Montag ist nämlich Ruhetag. Onkel, ja, du bist für mich kein guter Umgang. Ich bin für viele andere auch kein guter Umgang, aber das juckt mich alles schon ja nicht mehr. Reicht das? Ja, den Rest mache ich ohne Kamera. Abgesehen von dem Morbier und dem Schinken und der Tomate, Knoblauch, Ricotta, mehrfach eingelegte rote Zwiebel. Hier, guck mal. Die habe ich heute eingelegt. Und hier vorne die Zwiebel, die hier, die ist 4 Wochen lang eingelegt und gebeizt. Ja, irgendwas fehlt doch noch. Ach so, die Aioli fehlt. Was denn für eine Aioli? Negro, mein Favorit. Onkel, das darf man da ja nicht mehr sagen. Das juckt mich alles nicht. Wenn du keine Butter hast, Onkel, was nimmst du denn dann? Ein bisschen Olivenöl raufsprühen. Wegen dem glänzenden Fell.
zu Oliven mit Olivenpaste. Das ist eine schöne Sauerei, ja. Kannst du doch die Hände immer wieder abwischen. Ja, immer wieder abwischen und von neuem einsauen. Tomate nicht vergessen, denn mein Kumpel aus dem Norden hat schon immer gesagt, Tomate macht glücklich. glücklich. 3D-Style? Es ist schon 3D-Style. Onkel, übertreib es nicht. Doch warte mal, ich zeig dir, wie Übertreibung wirklich funktioniert. Onkel, ja? Was rauscht denn da? Naja, Morbier heißt Morbier, weil er ein bisschen Morbier riecht, aber heute war es sehr kalt. Ich hatte keinen Bock auf Grillstation im Garten. Ich mache das einfach hier zu Hause. Verstehst du? Morbier. Kannst du den Morbier doch mal ein bisschen schmelzen? Ist das denn ernst, Onkel? Ja. So geht guter Geschmack, ja, so geht guter Geschmack. Ich hatte einen Kumpel, der wollte mir verbieten, dass ich mir eine Bestellung beim Feinkost mache, um sie mir nach Hause zu liefern. Die Nachbarn könnten ja irgendwas denken. Und ab da war es mir ganz klar, ich habe nur eine Chance, meine Nachbarn immer auf dem Laufenden zu halten, indem ich sie ignoriere. Und ich bestelle einfach das, was mir Spaß macht. Ich esse, was mir gut tut. Und diese Röstaromen und diese französischen Lebensmittel, die tun mir sehr gut. Guck mal, wie die sich bewegen. Die sehen ziemlich lebendig aus. Ja, Mann. Onkel, jetzt heißt es aber wirklich, Klappe halten, glücklich sein. Einen schönen Sonntag für alle Käsekumpels. Und Käsefreunde.